Der zweite Bewerb bei den heurigen Mephisto Amadeus Horse Indoors, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist soeben entschieden geworden mit einer kleinen Sensation, denn sie hat sich gegen die Nummer 1 der Welt, Diana Porsche, durchgesetzt und den Sieg nach Deutschland geholt. Zum ersten Mal hier in Salzburg zu Gast, Franziska Stiegelmeier. Franziska, Gratulation zu deinem Auftaktsieg hier am Öffnungstag der Mephisto Amadeus Horse Indoors. Gewonnen gegen Diana Porsche. Zufrieden? Danke erstmal für die Glückwünsche. Natürlich bin ich sehr zufrieden. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, aber gut, man gibt immer sein Bestes und es hat gereicht heute. Er hatte zwar die Ohren überall, aber den Kopf doch Gott sei Dank bei mir. Franziska Stiegelmeier in Österreich, vielleicht für die Reitsportfans noch nicht ein so berühmter Name. Wo kommst du her? Was machst du? Ich komme aus Roth, das ist ganz in der Nähe von Nürnberg und ich führe zu Hause mit meinem Papa einen eigenen Dressurausbildungsstall, den ich dann später mal übernehmen will. Also hohe Ziele für eine junge Dame aus Franken. Wie schaut es denn aus jetzt für die Grand Prix Kür? Ja, wir geben natürlich wieder alles. Ich hoffe, es läuft so gut wie heute und wenn wir Zweite werden, sind wir trotzdem nicht traurig. Jetzt eine ganz kurze Frage. Was hat dich bewogen, überhaupt nach Salzburg zu kommen? Ja gut, in Deutschland spricht es sich natürlich rum, wo die schönen Turniere sind. Und dann habe ich bei unserer Bundestrainerin gefragt und sie hat sofort gesagt, ja, das ist eine super Idee, da ist es sehr schön, fahrt hin. Ja, jetzt weiß man ja auch schon, die nächsten Europameisterschaften U25 finden in Österreich statt, nämlich bei uns zu Hause in Lambrechtshausen, nur 25 Kilometer weg hier von Salzburg. Auch eventuell ein Thema für Franziska Stiegelmeier? Ja, natürlich klar, durch meinen Sieg letztendlich per Förderpreis in Stuttgart. Und jetzt hier konnten wir nochmal international das beweisen, dass wir es auch ohne Stock können. Aber ich denke, in Deutschland ist die Spitze stark, auch bei den U25-Reitern. Und wir müssen weiterarbeiten. Dann hoffen wir, dass wir uns in Lambrechtshausen 2017 wiedersehen. Ja, und wir freuen uns schon auf dich und auf dein Pferd bei der Grand Prix Kür. In wenigen Stunden schon wieder hier in der Halle. Und wir halten dir die Daumen. Toi, toi, toi. Super, danke schön.